Und damit herzlich willkommen zurück zu Death Bloodline. So, ihr Bobe. Ich habe das Spiel jetzt in Vollversion. Ich habe es bereits durchgespielt. Und ihr seht jetzt Level 2 Basement. Das heißt, Office, nicht Basement. Basement ist Level 4, Entschuldigung. So, ihr seht es ja hier, wir sitzen praktisch am PC und müssen jetzt Sachen runterladen. Dazu gehen wir hier unten auf diese Art Weltkugel oder was das ist. Und kommen dann hier rein. Drücken einmal Enter. Welcome to Services. Das Spiel wird leider nur in Englisch sein, also falls das irgendjemand fragen sollte. So, jetzt sind wir natürlich hier. Ihr müsst jetzt was runterladen. Da drücken wir auf den und drücken dann da irgendwo. Weil irgendjemand fängt das einmal an. So, thank you for purchasing one of our products. So, jetzt habt ihr hier diesen Download-Manager. Und ihr müsst jetzt diese vier Dateien hier runterladen. So, das fängt jetzt langsam an. Das dauert eine Weile. Das Problem an der Sache ist, ich kann es euch mal kurz zeigen. Hier die Tür rechts und die Tür links. Irgendwann kommt ein Monster. Da müsst ihr aufstehen, müsst die Tür zuhalten. Aber da das noch nicht der Fall ist, werden wir hier definitiv mal ein bisschen runterladen. Es kann sein, dass der Strom ausfällt, dann müsst ihr hinten in den Raum rein und müsst eine müsst am Stromkasten ein paar Fähigkeitschecks machen, so lange, bis der ganze Scheiß wieder funktioniert. Und dann wieder zurück an den PC und weiter runterladen. So, wenn wir jetzt immer wieder mal gucken. Und runterladen. Sobald ihr von dem Ding weggeht, lädt der nicht mehr weiter. Ich hoffe, ich gehe wahrscheinlich sowieso wieder drauf. Das macht aber nichts. Ich will euch das hier nur zeigen. Ausprobieren sollt ihr das ja dann selber, wie man weiterkommt. Habt ihr den ganzen Mist runtergeladen? Müsst ihr ein Passwort eingeben, das ihr dann irgendwo daneben kriegt. So, der erste ist fertig, dann laden wir gleich den zweiten runter. Und das machen wir jetzt mal so lang, bis irgendwann mal was passiert, weil das kommt jetzt gleich. Ihr hört es an der Musik. Gleich passiert was. Stromausfall, das Monster kommt, irgendwas. Können wir mal kurz gucken. Kein Monster zu sehen. Die Tasten, was ihr drücken müsst, kriegt ihr alles direkt vor dem Level erklärt. Also kein Problem. Das kriegt man schnell raus. So, Forum, jawohl. Machen wir den nächsten. Also bevor ihr diese zwei bzw. alle vier nicht runtergeladen habt, kommt ihr hier nicht raus. Mich wundert es bloß, dass hier nichts passiert. Ich will mal hoffen, dass da jetzt noch was kommt, bevor ich da mit dem ganzen Download fertig bin.
Nee, dass die das Monster ausgeschaltet haben. Das wäre ja ein dicker Hund. Aufstehen, nach rechts gucken und dann Taste drücken. Ihr könnt dann zum Beispiel hier an die Tür, drückt auf E und dann könnt ihr mit der Taste die Tür zumachen. Sollte das Monster da sein, müsst ihr die 3 Sekunden zuhalten und dann funktioniert die Sache wieder. Ja. So, da hinten. Jetzt ist es. Also der Strom ist aus. Das heißt, ihr müsst hier jetzt. Ja, genau. Habst du verkackt, kommt das Monster und du bist im Arsch. So, ich will euch aber jetzt nicht zu viel verraten, wie das genau funktioniert, was dann kommt oder sonst irgendwie. Ihr habt es jetzt einigermaßen gesehen. Ich gehe jetzt für euch ins Chapter 3. So, folgendes. Chapter 3, der Flur. Jetzt habt ihr da oben Acquire 7 Items. Das sind 7 Karten. Ihr seht hier Spinde, die beleuchtet sind. Die könnt ihr betreten. Das würde dann folgendermaßen aussehen. So. Sollte dieses Viech kommen, könnt ihr euch da reinstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das geändert haben, weil ich habe gesagt, zum Glück kann das Monster nicht in den Schrank reingucken. Der Milan hat zu mir gesagt, der hat es geändert. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, ob die das wirklich geändert haben, dass das Viech da reingeht. Fakt ist, ihr müsst 7 Karten suchen. 7. Und denkt dran, in jedem einzelnen Level gibt's Bücher, die könnt ihr einsammeln. Habt ihr alle 4 Bücher gefunden, kriegt ihr ein anderes Ende. Das sollte ich noch erwähnt haben. Also das Spiel ist richtig nice. Also ihr rennt hier rum. Das ist praktisch wie ein großer Irrgarten. Ich will jetzt zumindest mal. Da hinten ist eine. Hier, das sind diese Karten. Drückt ihr jetzt E, habt ihr das. Jetzt müsst ihr noch 6 Stück finden. Dieses blöde Mistviech rennt hier irgendwo rum. Sollte das kommen, macht ihr euch am besten vom Acker. Und zwar so schnell wie irgendwie möglich. Jetzt müsst ihr warten, bis der Herzschlag weg ist. Weil das Monster ist jetzt noch in der Nähe. Und anscheinend haben sie es nicht geändert, dass das Viech die Türen aufmacht. Das wäre ja echt ein dicker Hut. So, es kann jetzt natürlich sein, wenn ich rausgehe, dass dieses blöde Viech gleich wieder da ist. Anscheinend nicht. Gut. Dann rennen wir mal weiter. Wie gesagt, es gibt hier Dutzende von Räumen. Und ich finde, das ist mit Abstand mit der beste Level, was es gibt hier drin. Also das ist echt der Wahnsinn. Das gefällt mir unglaublich gut. Solltet ihr irgendwann. Ich hoffe jetzt mal, der sieht mich nicht. Ihr könnt das Monster natürlich auch versuchen abzuhängen. So wie ich das jetzt hier gerade mache.
Wird aber wenig Sinn haben, weil das Viech ist schneller wie ihr. Ich wollte es nur gesagt haben. Also es ist echt richtig lustig. Solltet ihr aber dann irgendwann diese 7 Karten gefunden haben, müsst ihr als nächstes einen Schlüssel suchen. Dazu schon nochmal viel Spaß, sag ich. Das ist die Tür, wo wir hergekommen sind. Die andere ist dann praktisch der Ausgang, wo ihr dann raus müsst. Ich nehme mal schnell die Karte da mit. Die nehmen wir auch noch mit. Haben wir schon 5? Ui. Das war arschknapp, würde ich sagen. Nein. Da waren wir gerade drin. Da waren wir auch drin. Also es ist echt wirklich richtig nice gemacht. Für das, dass das nur die 2 Bube gemacht habe, das Spiel. Also das ist echt richtig, richtig nice. Ja, wie gesagt, ihr müsst halt rumlaufen und müsst diese Karten suchen, ob ihr wollt oder nicht. Sonst kommt ihr ums Verrecken nicht weiter. Ihr könnt natürlich auch dieses Buch suchen, das hier irgendwo rumliegt. Ja, jetzt hat es mir erwischt. Also ihr habt es gesehen, wie es genau funktioniert. Ich hoffe, es gefällt euch. Es kommt noch Level 4, das nehme ich aber separat auf. Am Schluss vom 4. Video gibt es eine kleine Überraschung. Macht euch auf was gefasst. Das war jetzt also Level 2 und Level 3. Wie gesagt, ich hätte es jetzt auch durchspielen können, weil der dritte Level ist zwar echt hardcore, weil du musst jedes Mal rennen, verstecke, rennen, Karte suchen und dann am Schluss den Schlüssel, um da rauszukommen. Aber es ist irgendwann machbar. Es gibt natürlich auch einen Hardcore-Modus. Da geht das Ganze natürlich ultra derb nach oben. Also das ist pure Wahnsinn. Ich habe selber nicht probiert. Um das beste Ende zu bekommen in diesem Spiel, braucht ihr praktisch das Hardcore-Ende. Also müsst ihr das ganze Spiel in Hardcore durchspielen. Und dann kriegt ihr ein ganz, ganz spezielles Ende. Zum Schluss bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen hier bei Death Bloodline. Und ich sag hier an dieser Stelle, während ich mal kurz ein Ding mache, ja, passt schon. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Und sag hier an dieser Stelle, ciao mit V. Und bis zum nächsten Mal.